So, da bin ich wieder und heute mit einer Sonderausgabe zum Cookit. Und zwar hat es ein Update gegeben. Und in diesem Update gab es das Mein Rezepte-Update bzw. die Funktion. Du kannst ab sofort deine eigenen Rezepte in der Home Connect-App kreieren und direkt auf den Cookit spielen. Und wie genau das geht, das zeige ich dir jetzt. Und vor allem gibt es ein paar Tricks die wir dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen. Also, komm mal ran. Wir starten natürlich in der Home Connect App. Das ist der Startbildschirm, das erste Menü, was sich öffnet. Dann gehen wir als allererstes in die Rezepte. Hier könnt ihr natürlich allgemein wie vorher schon die ganzen Rezepte suchen und finden, könnt aber jetzt, es ist sehr, sehr auffällig gemacht, was sehr, sehr cool ist, einfach mal auf Rezept erstellen gehen. Was passiert jetzt? Es gibt einen Sicherheitshinweis. Ja, ich bin da relativ entspannt. Ich gehe nämlich einfach immer auf Zustimmen. Und jetzt bin ich auch schon direkt in der Rezepterstellung drin. Hier kann ich als allererstes mal meinen Namen eingeben. Beziehungsweise nicht meinen Namen, sondern den Namen des Rezepts natürlich. Ich sage jetzt mal Bolognese alla la Oma. Ich kann jetzt hier noch eine kurze Beschreibung reinschreiben. Zum Beispiel dieses, na, dieses Rezept stammt aus unserer Familiendynastie, <laughs> übertrieben wie immer, äh, Dynastie, und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Jetzt habe ich also einen Namen und eine kurze Beschreibung. Sehe jetzt auch hier, gibt es oben insgesamt gibt's fünf Schritte. Dann geht es mal hier fertig und auf Weiter und kann jetzt halt Zutaten hinzufügen. Was braucht man für eine Bolognese? Natürlich, man braucht Nudeln. Das ist ja schon mal das allererste, was wir brauchen. Deswegen mache ich mal Nudeln hier mit rein. Dann zeigt er schon einige Vorschläge. Ich nehme jetzt auch mal einen Vorschlag in den Weizennudeln. Die Menge, ich brauche 500 Gramm. Wir wollen ja für die ganze Familie kochen. Und dann sieht man hier auch Menge 500 und dann kann ich halt die Einheiten selber mit angeben. In dem Fall kann ich auch auf mehr Anzeigen geben und dann kommen auch nochmal Tasse, Prise, Messerspitze. Also das ist echt sehr, sehr cool gemacht. Ich gehe dann hier auf Speichern, kann jetzt die nächste Zutat hinzufügen. Auch hier kann ich jetzt einfach wasser theoretisch hinzufügen. Dann zeigt er mir natürlich auch wieder jede Menge Vorschläge an. Nicht die, die ich jetzt unbedingt haben wollte, weil ich will einfach klassisches Wasser haben. Also mache ich das auch mal korrekt. Soll groß geschrieben sein, Wasser. Menge wieder. Ich brauche 1000, oh 10.000 nicht, ich brauche 1000 Milliliter speichern und habe hier jetzt natürlich die Zutaten aufgelistet. Das Ganze kann ich jetzt natürlich weiterführen und kann extrem viel natürlich oder alle Zutaten, die ich letztendlich brauche, kann ich mit in das Rezept einfügen. Also sagen wir jetzt auch nochmal, wir brauchen noch Rotwein. Davon brauchen wir aber... Nicht so viel, ja, also das kann man natürlich auch wieder machen, aber es reichen, wenn es auch oh, 50 Milliliter sind. Das passt schon mal. Jetzt machen wir noch mal was Karotten, Na, Karotte auch vorgegeben. Wie viel brauchen wir davon? Mache ich mal Stück, vier Stück. Ja, das passt. Also am Ende ist natürlich tatsächlich nicht das aus unserer Familiendynastie, aber damit du mal siehst, wie es funktioniert, dann geht es wieder auf weiter. Jetzt kann ich die einzelnen Schritte hinzufügen. Das heißt, Schritt Nummer 1, gebe zum Beispiel jetzt äh, die Nudeln oder das Hackfleisch eigentlich, ne? weil eigentlich Hackfleisch fehlt irgendwie. Hackfleisch in den Topf geben. So. Ja, kann ich jetzt so machen. Kann dann sagen, kein Werkzeug, weil es muss ja... Ähm, gebraten werden, kann jetzt hier theoretisch die Geschwindigkeitsstufe etc. mit einstellen. Jetzt will ich aber erstmal die Temperatur mit einstellen. Ich brauche das natürlich kräftig an, 160 Grad. Wir haben vom Marken gelernt, ab 170 ist Frittieren, das wollen wir nicht. Und sag jetzt, keine Ahnung, das muss mal 7 Minuten und 28 Sekunden, äh, kommen 7 Minuten 30 Sekunden angebraten werden, speichern. Ich kann hier einen Schritt hinzufügen, ich kann jetzt sagen Universalmesser. Beziehungsweise kein Werkzeug, Sei, schreibe dann Universalmesser, Universalmesser, Messer einsetzen. So, wenn irgendwas geschreddert werden muss, hier kann man wieder aufwählen. Sag, pass auf, da erstmal gar nichts speichern. Mach jetzt den nächsten Schritt und sag jetzt mit dem Messer zerkleinern, mit dem Messer zerkleinern. Und ich denke mal oder ihr seht mal das ist doch relativ simpel, ja, konstant, hier wird auch angezeigt, Intervall oder halt konstant Wand. das finde ich auch sehr, sehr cool. Temperatur brauchen wir in dem Fall nicht und Zeit, das geht innerhalb von 30 Sekunden, ist das alles klein geschnitten, klein gehäckselt, sensationell, geil, machen wir. So, jetzt geht es aber weiter, jetzt mache ich Speichern, habe jetzt meine Schritte und gehe jetzt einfach mal auch weiter. Jetzt kommt noch ein letzter Schritt, einfach zum Servieren, guten Appetit, da kannst du natürlich alles mögliche reinschreiben. Und hast dann hier die Zeiten, die letztendlich auch noch ähm, mit angegeben werden können. Also, du kannst die Vorbereitungszeit etc. quasi auch noch mit angeben. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also, ich habe jetzt keine Ahnung, eine Stunde gebraucht, wofür auch immer. Und dann rechnet der das letztendlich auch in die Gesamtzeit mit ein. Normalerweise so, und dann gehen wir auf Hoppla. Ach so, die Gesamtzeit muss länger. Ach so, dann muss ich das so eine Stunde acht machen. So, muss ich selber eintragen. So, dann einmal auf Weiter. Kann dann halt jetzt noch ein paar Sachen eingeben. Was ist es überhaupt? Das ist ein einfaches Rezept. Was für Küchenutensilien brauche ich? Ne? Da steht auch zum Beispiel Zitronenpässe, Muffinform, wie auch wieder. Schlagwörter kann ich mit eingeben. Also kann ich jetzt Hauptgericht sagen. Kann Hauptzutaten mal jetzt auch mal Fleisch. Ernährung ist auf jeden Fall nichts von dem. Und dann regionale Küche, kann ich halt sagen, italienisch. Mach auf Speichern. Jetzt wird das Rezept erstellt. Und kann jetzt hingehen und sagen, mit dem Kochen beginnen. Was passiert jetzt? Er spielt den gleich direkt auf den Cookit. Dafür schieben wir das einfach mal hier rüber. Zack. Und da könnt ihr jetzt sehen, da ist meine Bolognese à la Oma. Ja, einfach. Zutaten stehen mit drin. Rezeptbeschreibung da. Dieses Rezept stammt aus unserer Familiendynastie und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Rezeptdatum, wann das erstellt wird. Zubereiten und jetzt Hackfleisch in den Topf geben. Kann dann auch start drücken, dann heizt der entsprechend auf. Also das ist sehr sehr cool. So einfach geht's. Kommen wir jetzt aber zu dem besagten Trick, weil ihr könnt natürlich alle Rezepte Selber mit eintragen. Das ist die erste Geschichte. Also aus deinen eigenen Kochbüchern hingehen und alles machen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Kindle hast und dort das Abo hast, ich verlinke das einfach mal, könnt ihr ja viele, viele Bücher kostenlos, kostenlos euch anschauen. Das Schöne ist, in diesen Büchern ist auch das ein oder andere Thermomix-Buch dabei. Und hier könnt ihr hingehen und sagen: Pass auf, ich habe jetzt hier alle Zutaten, sprich die Zwiebel, die Butter, 50 Gramm, 500 Gramm Kartoffeln. Das kann ich jetzt einfach copy pasten. Und zwar kann ich hingehen, sage: Pass auf, das hier kopiere ich mir hier rüber. Ah, ich muss erst das Namegericht. Ah, Testgericht nennen wir es jetzt einfach. So. Gehe auf Weiter, Zutaten hinzufügen, mache dann meine Zutat, einsetzen. Also, ich brauche eine kleine Zwiebel. Ja, natürlich, das kann man auch ganz, ganz schön machen. Ich kann sagen, pass auf, Zwiebel brauche ich, habe ich Menge, eins brauche ich und dann brauche ich ein Stück davon. Speichern. Was habe ich denn noch? Ich habe 40 Gramm Butter. Kann ich natürlich auch kopieren. In dem Fall würde ich halt immer sagen: pass auf, Butter, ich trage es mir so ein. Butter, zack, 40 Gramm. Das geht nämlich schneller als das Copy-Pasten in dem Fall. Aber wenn du jetzt all diese Zutaten mit eingefügt hast, kannst du weiter. Schritt hinzufügen und dann wird es erst richtig witzig, weil dann kannst du hingehen, pass auf, Zwiebel brauche ich jetzt, kopieren, kopiere mir hier das alles mit rein, na so, weiß dann, okay, muss zerkleinert werden, brauche ein Universalmesser, brauche 5 Sekunden auf Stufe 5, wir haben ja gesagt, wir machen immer plus minus die Hälfte von dem, also sagen wir jetzt in dem Stufe 9 und sage, was haben wir gesagt, wie lange braucht das jetzt? 5 Sekunden, 5 Sekunden, da machen wir also 10, wie gesagt, immer verdoppeln beim Cookit, speichern. Und so kann ich mir Schritt für Schritt aus den bestehenden Büchern meine Rezepte quasi in die Cookit-App mehr oder weniger integrieren. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil dadurch. Da muss man einfach mal dem Thermomix Danke sagen und auch mal äh, wieder den Vorteil davon rausziehen. Der hat eine riesige Rezeptbank. Und es gibt zigtausend Rezepte schon, genau für den Thermomix gemacht. Und genau das kann man sich jetzt mit dem Cookie zugute ähm, kommen lassen und sagen, ey, pass auf, wenn da ein geiles Rezept drin ist, ich nenne jetzt keine Namen, aber die Kindle-Version habe ich euch jetzt gerade erklärt, dann speichere ich mir das in die Home Connect App und kann sie dann hier entsprechend nachkochen. Und das sogar einfacher. Also im Thermomix selbst sollte es da kein Guided Cooking geben, sondern man über Kochbücher oder andere ähm, Apps gehen. Also, das zu dem Thema. Viel Spaß beim Ausprobieren und ähm, ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Rezept ihr als allererstes in die Cookit-App geknallt habt ähm, und was ihr da gekocht habt. Und vielleicht teilt ihr uns ja die Schritte und dann kochen wir es gerne mal nach. Also, bis zum nächsten Video.